Es ist seine erste Ausstellung in Deutschland. Der spanische Künstler Pedro Dennis zeigt seine Arbeiten in der Galerie St. Gertrude. Das Spannende an Pedro Dennis ist, also er bezeichnet sich selbst auch als Aktivist, er ist ein sehr politischer Künstler. Er positioniert sich und übt Kritik, aber er möchte uns nicht auf seine Seite ziehen, sondern möchte einfach nur, dass wir auch anfangen nachzudenken und Dinge zu reflektieren. Der Künstler weist auf die Herausforderungen des Lebens hin. Das zeigt sich auch im Titel der Ausstellung. Panduro bedeutet hartes Brot. Seine zentralen Themen wie Bildung, Umwelt und Medienkritik spricht er durch verschiedene Medien an. Er beschäftigt sich unter anderem viel mit dem Thema der Flüchtlinge. Und er tut das eben auf eine ganz empathische Art und Weise. Also man fühlt sich angesprochen, man geht hinein und man irgendwie es nimmt einen mit. Das, was mich auch von Anfang an so sehr begeistert hat, ist eins der Fotos von den Vieren, wo er den Teppich ausgelegt hat in das Meer hinein. Trotz aller Kritik zeigen die Werke auch die humoristische Seite des Künstlers. Und bei ihm findet man immer wieder Anklänge auch an den Surrealismus. Und das ist für mich als Kunsthistorikerin spannend, wie diese Grundidee, dieses Aufeinandertreffen von gänzlich Disparatem, dann irgendwo wieder was ganz Neues auslöst. Also dass wir Dinge sehen, wo wir im ersten Moment denken, die funktionieren eigentlich nicht zusammen, die gehören nicht zusammen. Die Ausstellung Panduro ist für alle Besucher kostenlos. Bis zum 12. August sind die Werke von Pedro Dennis in Altona zu sehen.